Willkommen zurück hier zu Far Cry 4 und eurem Exemplar. Wir spielen es wieder. Ja, wir wollen hier uns auf den Weg machen zu Amita. Das ist unser nächstes Missionsziel. Wollen wir erstmal kurz auf der Karte das Ziel, den Wegpunkt setzen und machen uns auf im Auftrag des goldenen Pfades. Hier haben wir übrigens auch noch eine Kiste, die wollen wir auch mal kurz noch mitnehmen. So, hier haben wir erstmal Munition, haben wir aber voll. Hier haben wir die erste Kiste. Zack. Eine Opiumspritze. Und hier haben wir die nächste. Zack. So, was haben wir hier? Nachricht. E halten zum Lesen. Pagamins Weisheit. Teil 4. Ein Pfad kann überall hinführen, aber der goldene Pfad führt nur in den Untergang. Möge Pagans Licht sie alle leuchten. Ja, super. Wieder so eine klasse Weisheit von Pagan, ne? So, wir wollen jetzt erstmal hier hoch. So, zack, zack. Gleich sind wir oben. Und hochziehen. Okay, das war wohl nichts mit dem Dings hier, mit dem Konvoi. So. Schade, egal. Machen wir halt jetzt nicht mit der Zerstörung eines Pagan-Dingsbums-Konvoi weiter. Hier ist auch die nächste Mission von Amita. Ne? Diese Mission wollen wir quasi jetzt weitermachen. Und mal sehen, was uns erwartet. So, hier mal Messer. Wo ist denn die? Hallo, Alter, was ist denn los? Achso, da muss ich wohl zur Türe rein, wa? So. Was hast du dir gedacht, AJ? Sag nein zu Drogen? Ist es etwa das? Diese Felder, die du verbrannt hast, waren nicht nur Drogen. Sie waren Bücher, sie waren Medizin. Wir hätten ein Krankenhaus bauen können. Aber nein, Sabal sagt, Drogen sind schlecht und du fackelst einfach unsere ganze Zukunft ab. Ich glaube nicht, dass... Oh, verzeih. Hatte ich kein Recht zu reden? Sollte ich mein Haupt beugen und hinter dir herlaufen? Du kanntest ja das Kürat vor dem Krieg nicht. Ich war 6, als meine Eltern mir sagten, dass ich heiraten soll. 6! Das ist die Welt, die Sabal vorschwebt. Ich sag nur... Hör zu, Sabal ist nicht wirklich, was er vorgibt zu sein. Wenn er so um seine Tradition besorgt ist, warum bat er dich nicht, die Statuen von Kyra zu schützen? Die was? Die Statuen von Kyra. Paul versucht, sie zu zerstören, als Teil seines Plans, das Volk gegen den goldenen Pfad aufzubringen. Das ist das Letzte, was wir brauchen können. Super, jetzt knallst du mir die. Ey, die alte, die hat dann eine passende Waffe. Die könnte man wieder. Egal. So, wir haben eine neue Mission. Ne, hier 280 Meter. Ah, da geht es um die. Lokalisiere die schlafenden Heiligen. So. Munition ist voll. Hallo, AJ. So. Da haben wir wieder so eine Mühle. Das sind aber nicht die Mühlen, die ich brauche, um das hier quasi hier. Ey. Nee, die kann ich alle nicht drehen. Ist doch Kacke. So, hier hoch muss ich. Warten da schon irgendwelche Gegner, die da oben lauern, die ich vielleicht von hier unten runterballern könnte? Nein. Schade. So. Es wird wieder ein blutiger Kampf. Schwebt mir vor. Ein gelbes Blatt haben wir hier, brauchen wir jetzt gerade nicht. So, kann ich hier seitlich hochklettern? Wäre ja mal nicht so verkehrt, ne?
So, hier kann ich, da kann ich klettern. Okay. Ich werde wohl hier hoch müssen. Erreiche die schlafenden Heiligen. So. Okay, okay, okay. Okay, die wollen hier was zerstören. Ich höre sie schon schreien. Ich hoffe bloß, ich gehe hier jetzt nicht zum falschen Weg hoch. Ich ahne Böses. Ach du Kacke. Oh oh. Die Schlafenden. Okay. Na super, keine Heilspritzen mehr. Das darf nicht wahr sein. Meine Fresse, das gibt's auf keinem Schiff, ne? Hier, zack. So. Eine Heilspritze. Das ist definitiv der falsche Weg hier. So, egal, wir machen das Beste draus. So. Ja, scheiße. Dass ich hier nicht reagieren kann, nervt mich ein bisschen. Wo versteckst du dich? Heikling! So. So. Kommt. Kommt zu Papi. Position halten! Schießt ihn ins Gesicht! So, einer weg. Minbar! So, weg damit, du Pisser! Lasst euch nichts anmerken, Männer! Ihr solltet besser aufgeben! So, Kopfschuss. Könntest du vielleicht mal? So eine Scheiße. Hier ist nichts, verdammt. So, ich muss jetzt erstmal hier oben. Bist eben doch ein echter Amerikaner. So, du bist erstmal aus dem Weg geschalten. Du stirb doch einfach. So. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Die schlafenden Heiligen. Ausschwärmen und suchen. So. Ich geh weiter. Das ist Heide. Ich seh dich. Nein, das ist geflogen. So, die letzte Spritze. So, ich muss den Timer erreichen, bevor mir die Zeit davon läuft. So, schnell nach oben. Schnell. Ich hoffe bloß. Da ist der Timer. Zack. Verteidige die übrige Statue. Wir kommen.
Könntest du vielleicht mal... Na, dass jetzt die Munition leer sein muss. Glaubst du das? So. So, einmal weg. So, jede Menge Gegner hier. So, stirb du und... Nein, das gibt's doch nicht, du. Ah, dass der jetzt nicht sterben will, du, oder was? So. Warum kommt hier so viel Verstärkung? So. So, stirb du Pisser. Das war jetzt nicht so gut. Alter. So, schnell heilen. Alter, warum muss ich auch jedes Mal in so eine Mission reingehen? So. Ich mach mich nach oben. Verstanden. Gib auf und du bekommst ein Stellvor. Ich seh ihn. Ja, nicht. Ich seh ihn. Komm. Tod, du Pisser. Ah! Nein, das gibt's doch nicht, du. Okay. Ich glaube, ich muss die Mission hier erstmal cutten. Hier, aber hier liegen überall Leichen. Körperpanzer voll, super. Verteidige die übrige Statue, Körperpanzer voll, super. So. Ah, und dann diese... So. Okay. Könntest du vielleicht mal sterben, du Pisser? So. Okay, du willst wohl nicht. So, sehr gut. Okay. Ihr Schweine! So, du bist tot. Ja, schlag den in die Flucht, ihr Granatenpisser. So. Nicht nachlassen. Wie wär's mal mit ein paar Granaten?
Multikill. Okay. Super. Lass mal du weg, du Granatenwichser. So. So. Ich mach euch alle blau! Umzingel die! So. Stirb, du Pisser! So, jetzt habe ich natürlich wieder das Problem. So, dass das immer so lange dauert. Ah, mal ein neuer Effekt. Habe ich vorher auch noch nicht gehabt. Das heißt, ich hier. So. So, du auch weg. So, erstmal hier hoch. Vielleicht kann ich da einen Hubi-Hubschrauber noch irgendwie hier. Na, das gibt's nicht, du. So, zack. Hat's gemacht. Erledigt. Danke dir, Bruder. Kyrat verdankt seinen Namen diesen Statuen. Jetzt ist es Zeit, die Feuer zu entzünden. Und das Volk daran zu erinnern, dass Kyrat über sie wacht. Sabah, ja. Wie soll ich denn zu den Feuern da hochkommen? Klettern, Bruder, klettern. Entzündet die Feuerschalen. So, das heißt, ich nehme jetzt erstmal Bogen. Ich komme. Versteck dich nur, Feigling. So, wo ist die Feuer? Ah, guck. So. Die schlafenden Heiligen. So, könnte ich mal. So. Jetzt brauchen wir mal die andere Waffe. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. Zack. Und wenden uns mal ganz langsam an unsere Gegner. Was ist los? Ist mir auf den Piss gehen. Wir haben hier mehrere Scharfschützen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal in die Hocke. Sehen wir hier einen Gegner. Guck mal an. Kein Mensch verschwindet einfach. Ja, kein Mensch verschwindet einfach. Warum kommst du nicht raus, Gale? Warum kommst du nicht raus? Du kannst doch auch rauskommen, du Knaller. Gale, ich weiß, du bist. Ich sehe nicht mehr. Such ihn. So, wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Verstecken bringt dir nichts, Gale. Der will sich wohl verstecken. Ich bin die noch. Ich geh mal nach unten. Oh, ich kannte deine Mutter, Angel. Ja. Seht euch um. Gail ist hier irgendwo. Nö. Lade mir deinen Kopf an die Wand. Hier, los, los, los. Ah, das war jetzt nicht so gut. Okay.
So. Der ist weg. Kannst du mal sterben? So, der Adler hilft mir auch gerade. Aber ich sehe keinen Gegner mehr. Irgendwo da unten muss noch einer sein. So, jetzt ist er weg. So. Aber wenn wir gerade dabei sind, hier ist irgendwo noch ein Propagandaposter. Ach, guck mal. Guck mal hier, Medic! Medic! Eine Spritze! Super, da kommt mir wie gerufen. Wir werden jetzt erstmal hier hochgehen. Ein bisschen Munition auffüllen. Ich sehe aber auch keinen Gegner. Ah, super. So, du bist jetzt erstmal weg. Und ich werde jetzt erstmal hier das Propaganda-Poster entfernen. Zack, abgerissen. Noch eins bis zur nächsten Belohnung. Ja, krieg ruhig weg. So, ist jetzt endlich mal gut hier. So, wir gehen mal langsam hier runter. So. Die habe ich ja alle schön schon über den Haufen genietet. Da oben haben wir noch eine Kiste. Ah, hier ist er. Hier ist die Kiste. Zack. Fast der Geldbeutel wieder voll. Super. Ja. Flieg weg, du blöder Vogel. Ja, scheinen wirklich alle weg zu sein. Ah, das ist ein bisschen mit Kisten. Warum müssen die immer so gut versteckt sein? Ne? Aber gut, ne, wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. Na so, hier ist die nächste Kiste. Hier haben wir noch einen Pfeil. Pfeile sind aber voll. Naja, mach bloß, dass du wegkommst. So, hier oben haben wir noch eine grüne Pflanze. Ne? Fällt mir gerade so auf. Alter. Wo ist sie? Oh, da oben ist sie. So, nach oben. So, ich brauche nämlich mal ein paar Heilpflanzen, Heilspritzen. Und was ist dir besser als grüne Blätter? So. Alles zerstört. So. Hier haben wir auch noch eine Kiste. Ah, hier vorne können wir auch hoch. Nehmen wir hier erstmal hier eine Kiste. Zack. Und hier oben haben wir noch eine Kiste. Zack. So. Jede Menge Autos haben wir hier. Können wir uns quasi raussuchen. Wir haben großen Verkauf heute bei uns im Autohandel. So. Jetzt haben wir die Statue verteidigt. Jetzt nehmen wir hier noch die grüne Pflanze mit, wenn wir sie finden. Hier, zack. Und haben wir eine weitere Heilspritze. Und ich sag mal an dieser Stelle, danke fürs Zuschauen bei dieser tollen Action. Ich bin jetzt erstmal raus. Mach mich fit für die nächste Mission. Setz mich schon mal ins Auto. Und sag ciao. Euer X-Supply. Und wir spielen es. Bye.